Viele gute Fette, wie sie zum Beispiel im Fisch vorkommen und in Nüssen. Dazu ganz viel Gemüse und das hier weglassen. Keine oder wenig Kohlenhydrate. Die sogenannte ketogene Ernährung soll unser Gehirn gesund erhalten. Das hauptsächliche Wirkprinzip der ketogenen Ernährung ist das Ausgleichen der Insulinschwankungen. Wir haben durch eine kohlenhydratbetonte Ernährung jeden Tag maximal ausschlagende Insulinschwankungen. Die gehen hoch und runter mit jeder Nahrungszufuhr, was zur Folge hat, dass Entzündungsreaktionen gefördert werden. Die Hirnforscher sehen diese entzündlichen Prozesse als Auslöser für Krankheiten wie Alzheimer-Demenz. Beim Abbau von Kohlenhydraten zu Glucose bilden sich Abfallprodukte, freie Radikale. Das Immunsystem wehrt sich. Dadurch bilden sich im Gehirn Plaques, Zellmüll, der die Nervenzellen verklebt. Das wiederum führt zu einer dauerhaften Entzündung im Kopf. Setzt man hingegen auf gesunde Fette, entstehen diese entzündlichen Prozesse nicht, so die Wissenschaft. Ernährungsexperten wie Peggy Date empfehlen deshalb sogar vorbeugend die ketogene Diät. Etwa dann, wenn in der Familie Demenzfälle aufgetreten sind. Demenz liegt bei uns in der Familie. Meine Uroma hatte Demenz, war auch in so einem Dementheim. Und einfach um dem vorzubeugen, dass ich das eventuell mal nicht bekomme oder nicht so schnell, bin ich auf die ketogene Ernährung aufmerksam geworden. In die Praxis umgesetzt heißt das zum Beispiel, statt Brot zum Frühstück soll die 31-Jährige lieber Avocado, Eier und Käse essen. Und für zwischendurch besser Nüsse als Kuchen. Walnüsse mag ich persönlich immer gerne, weil man sich es auch gut merken kann. Kopfleistung, dass unser Gehirn will gefüttert werden. Und die Walnüsse sehen ja so ein bisschen aus wie ein kleines Gehirn und bringen eben für das die wichtigen Omega-3-Fettsäuren mit. Also sind die Nüsse mit dem höchsten Omega-3-Fettsäurengehalt. Bekommt der Körper viele gute Fette statt Kohlenhydrate, bildet er im Gehirn und in der Leber Ketonkörper. Das ist ein optimaler Ersatztreibstoff für die Hirnzellen. Der Insulinspiegel wird flach gehalten. Die Motoren der Nervenzellen tuckern gesund vor sich hin. Eine Art Energiesparprogramm, aber mit voller Leistung. Und das ist das Entscheidende. Wir können mit einer kohlenhydratarmen, ketogenen Ernährung die vorher von der Energieversorgung abgeschnittenen Bereiche wieder mit Energie versorgen. Das ist viel besser für unsere Zellen, für unsere Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien. Und selber diese Ketonkörper wirken aber eben auch antientzündlich, wirken antioxidativ, haben noch viele andere Vorteile sozusagen. Eine bessere Gedächtnisleistung zum Beispiel. Linda Lohse, die gerade für eine Weiterbildung büffelt, kann sich deutlich leichter den Stoff merken. Ich kann mich besser konzentrieren, auch länger konzentrieren und ich wäre nicht so schnell müde. Sehr erstaunlich, hätte ich vorher nicht gedacht. Um die entzündungshemmenden Effekte zu erzielen, reicht es schon, wenn sie phasenweise Kohlenhydrate ersetzt. Sogar Schlemmen ist erlaubt. Energiekugeln aus Mascarpone, Mandelmus und Kokosraspeln.